Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir haben einen neuen Track von Maestro zusammen mit Level. Der wurde auch heute um 0 released, Freunde. Ja, wir haben einiges noch nachzuholen. Shindy habe ich mir schon angehört, SSEO auch, weil die eh gesperrt werden. Deswegen habe ich mir die so gegeben. Fand ich beides nicht so stark. Shindy fand ich echt ein bisschen wack sogar, würde ich fast behaupten. Aber ich fand auch allgemein das Album nicht so nice, deswegen... keine Ahnung, da fand ich die Singles, die vorher ausgekoppelt hochgeladen wurden, ein bisschen geiler. Auf jeden Fall, Freunde, schauen wir jetzt hier rein bei Level und Maestro. Pagani heißt der Track. Produziert bei Ende 51 und EQT. Ich bin sehr gespannt, Leute, ja. Auf jeden Fall alle hier mal bei Level, auf jeden Fall einen dicken Sub da lassen. Jungs, 700 Abos, ey, macht da nochmal ein bisschen was voll hier. Gönnt mal ein bisschen, ja. Ich bin gespannt, weil ich persönlich habe von Level noch nichts gehört. Ich bin ganz ehrlich, ich habe von ihm noch nichts gehört. Und gut, Maestro kennt man natürlich. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. In der letzten Zeit haben mir einige gesagt, einige haben mich irgendwie angeschrieben und meinten, ich sehe aus wie Level. Ein bisschen. Aber eigentlich nur, weil wir beide kurze Seiten haben und einen Bart. Aber er hat viel mehr Bart und, ey Leute, nicht alle Leute mit kurzen Haaren und Bart sehen gleich aus. Gut, wir schauen rein, Freunde. Okay, Atlas Films. Instrumental gefällt mir schon mal. Guck mal, wie er glänzt, Batmobile Pagani. 600 PS und 300 auf Dachi. Kickdown in der City und die Bullen sind sofort da. Ja, ja, Blitzer scharf, Paparazzi, Fotograf, ey. Kommen mit Level und Enemies, gucken nur blöd. Haben getextet, die Noten verwöhnt. Heute zerballern die Geister die Szene und all diese Blender, sie ducken sich schön. Kommen in Fahrt, Lyrik von anderen Planeten und deswegen sagen sie Star. Ich gebe dir heute ein Bild von einem Rapper, das Tempo zu doppeln ist für mich normal, der Pagani. Ey, geiler Beat. Der Beat ist halt sehr soft in einer Art und Weise, was untypisch für Maestro ist. Dadurch hört sich seine Stimme aber noch krass kratziger und noch, keine Ahnung, einprägsamer an irgendwie. Okay, bis jetzt fühle ich es, muss ich sagen. Bis jetzt fühle ich es. Ist mal was anderes. Der Ballern die Geister, die Szene und all diese Blender, sie ducken sich schön. Kommen in Fahrt, Lyrik von anderen Planeten und deswegen sagen sie Star. Ich gebe dir heute ein Bild von einem Rapper, das Tempo zu doppeln ist für mich normal. Der Pagani vor dem Haus aller Batman. Aber keiner sollte wissen, dass sie nicht mal Texte. Alle labern immer wieder, aber keiner kann es auf dem Beat böse. Sieht schön an dem Johnny, wenn ich sie döse. Auf Top ist, dann machen wieder auf Welster. Wenn der Kopf rollt, Dicker, machst du immer auf Gangster. Meine Fam starb immer wieder Tode für die Mucke. Währenddessen machen Rapper ihre Fans im Hotel klar. Komme gerade in Fahrt. Hey Jewel, Dicker, du bist kein Mond, aber mein Moon. Motherfucker gab es noch nicht. Nehmen Sie morgen von der Karte wie ein Tagesgericht. Ich sage, halb geht so wie es kam. Ey, was ein heftiger Part gerade vom Maestro, oder? Jetzt mal Real Talk. Ey, stark. Stark. Und wie gesagt, auf dem Beat gefällt er mir sehr gut. Diese Motherfucker gab es noch nicht. Nehmen Sie morgen von der Karte wie ein Tagesgericht. Ich sage, halb geht so wie es kam. Heute kaufen Sie die Klicks, weil es Papa bezahlt. Man, ich rappe sogar länger als Sie alt sind, Bro. Überhole mit Level und fick ich Stadtlicht Flow. Guck mal, wie er glänzt, Batmobile Pagani. 600 PS und 300 auf Dachi. Kickdown in der City. Geile Stimme, man. Level hat auch wirklich eine krass gute Stimme. Guck mal, wie er glänzt, Batmobile Pagani. 600 PS und 300 auf Dachi. Kickdown in der City und die Bullen sind sofort da. Ja, ja, Blitzer scharf, Paparazzi, Fotograf, ey. Ich soll die Pumpgun holen, wie der Shots abfeuern. Ihr zerreißt euch am Block die Mäuler, reden dies, lieben das. Aber kurzer Spoiler, kommentiert, werde ich eure Szene rund erneuern. Fick auf jene von denen, die über mich reden. Mein Hype sei nicht real, aber stalken mein Leben. Die Fakten verdrehen sie, ja, ja, noch reden sie. Teilt mit dem Game, aber ich bin das Gegenspiel. Ey, das ist das Erste, wie gesagt, was ich von Level höre, Mann. Erstmal Joke habe ich, wie gesagt, gefühlt so. Er hat auf jeden Fall eine gute Stimme so. Aber ey, mir gefällt seine Rap-Stimme noch viel, viel mehr sogar, würde ich sagen. Nicht real, aber stalken mein Leben. Die Fakten verdrehen sie, ja, ja, noch reden sie. Zeit mit dem Game, aber ich bin das Gegenspiel. Komme nicht mit Taktiken an oder wie viel Männer deine Form Tag ficken kann. Denn ich stelle deine ekelhafte Ehegatte in Ehren an. Ich nehme an, wie Gegenstand im Artemis an. Wo gehst du den Kopf, sagt die Aktennotiz. Blinker nach links und fuck the police. Bitches am... Erinnert mich auch ein bisschen, und das meine ich jetzt so positiv, wie es geht, an Diverse halt, aber nur vom Aussehen her irgendwie. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Diverse und mir. Das würde ich sehen, Leute. Wer von euch Diverse noch kennt, früher JBB-Rapper,
Aber ey, bis jetzt stabiler Part auf jeden Fall, gefällt mir. Stand im Artemis an, wo Gerd zu den Kopf sagt, Jackennotiz. Blinker nach links und fuck the police. Bitches am Glotzen, Enemies schrotzen an meinem Pagani, sind Waffen montiert. Hab für deine Idole geschrieben, den Thron jetzt bestiegen. Doch wär ich wie du auf dem Sofa geblieben, dann hätte ich Krisen anstatt ein paar Riesen und müsste noch dealen. Hör mal auf mit dem Spiel, irgendwann zu viel. Lass mal lieber Farm Kudam entlang mit V8 Benziner. Du mit Bus verplant zu deiner Plattenfirma. Guck mal, wie er glänzt. Stark. 600 PS und 300 auf Dachi. Kickdown in der City und die Bullen sind sofort da. Ja, ja, Blitzer scharf, Paparazzi, Fotograf. Ey, guck mal, wie er glänzt. Batmobile Pagani. Starkes Video auch, ey, muss man sagen. 600 PS und 300 auf Dachi. Kickdown in der City und die Bullen sind sofort da. Ja, ja, Blitzer scharf, Paparazzi, Fotograf. Jungs, das war doch stabil, oder nicht, ey? Mach da doch mal ein bisschen Welle. Mach da doch mal ein bisschen Welle. Retalk. Macht noch mal ein bisschen Welle auf dem Track, Leute. Die Kommentare sind auch positiv. Wie der Keller einfach 24-7 hustelt. Jede Woche kommt mindestens ein Song aus dem Keller. Muss auch mal gewürdigt werden, wie viel Mühe sie sich dort geben. Real Talk. Ey, macht doch mal ein bisschen Welle. Auf jeden Fall lasst auf dem Channel von Level noch mal ein paar Abos da, Freunde, falls ihr noch nicht abgecheckt habt. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe und ein bisschen Support da. Ansonsten, Leute, kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Das erste, was ich von Level jetzt gehört habe. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Hook hat mich überrascht, weil ich nicht wusste, dass er so musikalisch unterwegs ist. Aber das hat sich auf jeden Fall gut angehört. Den Part, den er gekickt hat, fand ich gut. Ein bisschen Real Talk drin, ja. Und die Kombination mit Maestro sehr, sehr stark auf dem Beat. Ungewöhnlich für Maestro, ungewöhnliche Kombination allgemein, weil Maestro bis jetzt eher mit so, ja, wie soll ich sagen, mit aggressiveren Leuten zusammen irgendwie was gemacht hat. Sei es jetzt ein King Khalil, aber auch ein Mois, der ja auch allgemein ein bisschen kräftigere Stimme hat. Hat sich das trotzdem ganz gut angehört. Auch der Beat so ein bisschen was Ruhigeres, was Sanfteres, auch eher in die musikalische Richtung für die Hook ganz gut. War nicht schlecht. War nice, Leute. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr abzuchecken. Gönnt im Keller, wie gesagt, Support, Leute. Das sind Ehrenmänner und gute Kollegen. Deswegen lasst ein bisschen Liebe nochmal da. Und dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh natürlich. Hey, so wie immer. Und ciao.